Geht schon wieder auf Low. Geht schon wieder dahin. Hi Leute, ich bin beim See, ganz oben. Ja. Echt? Ich bin wie soll ich das sagen? Unter der Tyler Range in den Skidoo. Das weiß ich nicht lesen kann, weil da ist mein Pfeil. Ja, warte mal ganz kurz. Ich schau noch mal genau nach, wo ich bin. Hi Leute, übrigens, neue Aufnahme, da ich das letzte Mal gestorben bin. Hat ein bisschen geflucht haben. Ich bin bei. Ja, ich bin auch bei der Tyler Range. Du bist bei der Tyler Range? Ja. Ja, warte ein bisschen, ich komm hoch. Ich bin auf der Karte ein bisschen weiter unten. Geh mal zur Straße runter. Okay. Vielleicht sehe ich die dann. Wenn du jemanden siehst, ja, schlag ihn. Ja. Ja, ich sehe die Straße von hier schon. Ich bin schon direkt auf. Bist du das da unten? Ist das ein. Ne, ist ein Zombie. Ja. Ich bin noch nicht auf der Straße. Okay. So, schauen wir mal. Bandits. Neutral, neutral. Also, Bandits sehe ich noch keinen auf dem Dings. Ja, Leute, wir spielen jetzt weiter. Mal sehen, wie lange. Ja. Entschuldigung. Ich bin da direkt. Da ist so ein kleines weißes Häuschen direkt bei der Tyler Ranch. Da stehe ich direkt daneben. Das ist direkt neben der Straße. Ich sehe den. Ist ein Zombie auf der anderen Seite von der. Genau. Straße. Gegenüber vom Häuschen. Den sehe ich nämlich schon. Ja, warte, oh. Ich sehe mein Dings nicht. Charakter. Ich habe schon einen Zombie? Nee. Müsstest du mich eigentlich auch sehen? Ja, ich sehe dich, ja. Hast du eine Waffe? Baseballschläger. Ich habe Flashlighter, die hau ich jetzt sicher nicht rein. Nee, also Flashlight, Leute, ist in der Nacht. Da bist du, oder? Bist du das? Ja, da bin ich, ja. Also, ja, das bin ich. Okay. Ja, Leute. Hey, Zombie vor. Wow! Wow! Wo kam der jetzt her? Ja, da schlagst du. Wo kam der jetzt her? Der lag am Boden. Hast echt? Du den nicht gesehen? Nee, den habe ich total übersehen. Ich wollte noch zur Flashlight sagen. Flashlight ist in der Nacht ziemlich blöd, weil da sieht man richtig kilometerweit den Lichtkegel. Wir könnten jetzt da reinschauen, ob man vielleicht. Ich muss rein, ich brauche eine Waffe. Ja, eben deswegen. Wenn wir die jetzt aufschrecken, dann laufen die sowieso außen rum. Oder auch nicht. Ach scheiße, da geht's auch raus. Ach scheiße. Ja, du machst das schon, ne? Ja. Wir haben ja da schon ein bisschen Übung drin. Ja, gestern haben wir am Abend noch ein bisschen so gespielt, ohne Aufnahme. Da hatten wir schon richtig geiles Zeug, viel Zeug. Und da waren nur noch, wie viele Spieler waren nur noch auf dem Server? Ich glaube 12 oder 13. 12 oder 13, ja, jedenfalls nicht mehr viel. Und dann wurden wir gekillt. Ja, weil wir so blöd waren, die Leute zu checken. Ja, wir haben überhaupt nicht mehr dran gedacht. Wir waren ganz unten in der Stadt. Und da oben liegt eine Waffe. Liegt mir. Glaube ich. Nee, das bin ich. Da bin ich das letzte Mal auch gestorben bei den Häuschen. Da oben lag irgendwas. Da liegt eine Waffe, glaube ich, sogar eine Schieß. Ja, schau, eine Schrotflinte. Ja, haben wir wieder so eine Situation, geh du vor. Okay, passt. Du. Ja. Du gehst jetzt vor wieder. Liegt Wasser. Ja, einmal Wasser habe ich schon aufgenommen. Und was ist das daneben? Chocolate Bar. Ich hab schon einen. Also. Tue ich hier mal nicht, ich brauche eine Waffe. Nö, zum Schlagen wäre auch irgendwas praktisch, ja. Als Schießen. Was liegt denn hier? Oh, was liegt denn hier rum? Was ist denn das? Vielleicht liegt. Wo bist denn du jetzt? Drin noch? Ich bin wieder. Naja, drin noch, ne? Ja, ich bin da auf dem Hintern. Ja, ich sehe. Vielleicht liegt hier noch irgendwas. Gesehen. Hier liegt auch nichts. Ja, der Hammer ist aber wesentlich besser als der Baseballschläger, muss ich sagen. Leichter zum Zielen. Besser gesagt.
man trifft besser. Ja. Gehen wir dahin, wo ich hergekommen bin, da sind auch noch ein paar Häuser. Ja, okay. Klopft du denn? Ja. Okay, der hat mich schon gesehen, glaube ich. Wie gesagt, wenn man nicht auf den Kopf schlägt, dann kann man da richtig 30 Mal drauf zwiebeln, da passiert gar nichts. Und so geht es dann doch schon besser. Da bin ich aber nicht hergekommen. Ja, ich will nur die lästigen. Ja, natürlich, die hat mich jetzt getroffen. Hinter uns steht auch einer. So. Hinter uns. Ah, ich sehe. So. Schon wieder 10 Zombies niedergeklopft. Kommst du bitte weg von der Straße? Das ist aber geil, dass wir das erste Mal jetzt mal richtig am selben Ort respawnen sind. Ja, schon. Hätte ich mir jetzt nicht gedacht. Ja, auch nicht, du. Mann, dann hat man eine Schrotflinte und kann nicht schießen. Ja, ich kann schon, aber nicht wollen. Na. Wie viel Schuss hast du? 7 oder 8? 8. Okay. Da fällt mir was auf, wir nehmen schon wieder in der Nacht auf. Ja, kann doch nicht sein, oder? Hab grad einen Mund voll, ich kann ein bisschen blöd zum Reden. Kletter nicht auf Felsen rauf, du weißt, dass das nicht gut ausgeht. Oh ja, ich lasse es schon. Ach ja. Ich glaube, wenn man jetzt ein bisschen verletzt ist, also einmal angeschlagen wurde, dann verliert man auch schneller die Essensanzeige und die Getränkeanzeige. Ja, das glaube ich nicht, weil bei mir geht sie auch schon voll schnell runter. Ja? Das ist einfach beim Spieler so. Ja, wie wir gestern schon gesehen haben, Wasser ist kein Problem in dem Spiel, aber Essen. Ja, Getränke sind generell kein Problem, nur wirklich was zu essen zu finden. Manchmal hat... Manchmal hat man Glück. Manchmal nicht. Hammer. Das geht zwar gut, aber... Ja, gehen tut's auf jeden Fall gut, nur ist sie halt auch laut. Komm her! Komm her! Du stehst da. Ach du Scheiße, Mann, der schreckt mich da. Uah, Zombie. Hat eine Schrotflinte in der Hand und schießt nicht, oder? Ja, es ist mit der Schrotflinte ist so eine Sache. Boah. Da bist du. Ja, da vorne ist jetzt ein bisschen blöd, weil da sind sehr, sehr, sehr viele Zombies. Warst du auf dem Steg auch schon? Mhm. Hier ist auch nichts. Da doch, da liegt aber nichts zu essen. Ach, was denn? Wieso komme ich denn hier jetzt nicht rüber? Oh. Jetzt habe ich ein Problem. Bist du?
Ich hänge hier im... auf dem Steg fest. Ich habe ein anderes Problem. Ja, ich sehe es. Ich komme aber leider nicht zu dir, weil ich hänge hier irgendwie so saublöd rum. Ah, jetzt bin ich da. Aber... ja, ganz gute Idee. Ja, ich bin tot. Ja, weil es einfach zu viele waren. Mit den scheiß Baseballschläger. Ja, jetzt hängst du auch da fest. Außerdem bin ich auch da festgehalten. Ja. Ich schau jetzt mal raus, vielleicht mit viel Glück bin ich mit einem anderen Charakter wieder da. Ich bezweifle es, aber wir sehen uns im nächsten Part wieder, Leute. Ciao. Lange hat's gedauert. Sehr lange. Oh Mann. Okay. Oh je, ich bin bei der scheiß Stadt in der Mitte. Ja, cool. Jo. Also auf der rechten Seite, da wo wir uns fast immer getroffen haben. Ich laufe jetzt mal Richtung aufwärts. Richtung weg von hier. Wieder auf oder was? Jo. Ja, die eine Folge, die war ja mehr wie für den Arsch. Hugo. Ja, für den Hugo, ganz nett ausgedrückt. Du bist da in der Ente. Ich bin da beim Devil's Pass, da wo du runtergefallen bist beim bei den Steinen. Ja, dann komme ich mal zu dir, nicht wahr? Ich laufe jetzt mal Richtung den einen kleinen See darauf, da ist ja noch einer, das Clearview. Ja, zum Clearview, ja, treffen wir uns dort, ja. Jo. Ach ja, ich wollte mich noch entschuldigen für meinen kleinen Wutausbruch in der letzten Folge. Normalerweise rege ich mich beim Spielen nicht so auf, aber The Warsea hat es doch geschafft, dass ich mich des Öfteren aufgeregt habe. Wie auch mein Kollege bestätigen darf, kann. Ja, oh je, gestern war ein schwarzer Tag für dich, ja. Boah, gestern, das war echt schlimm. Das war echt schlimm, weil es einfach keine normalen Menschen hier gibt. Nein. Noch nicht, oder war es ein schlecht. Oder ich bin einfach richtig so ein Arschloch, dass man sieht und einfach über den Haufen schießen muss. Aber mir kommt das auch vor, jedes Mal, wenn ich einen sehe, drückt nicht ab. Ja. Das ist ja das Problem, ab sofort müssen wir zuerst schießen. Leider wird man hier richtig zum Bandit getrieben, oder zum Arschloch. Ups. Aber noch wären alle neutral. Aber das heißt ja auch wieder nichts. Du hast ja letztens auch zwei getötet. Nein. Und warst noch neutral. Ich meine, du hättest das letzte Mal auch zwei töten können. Und wärst dann auch noch neutral gewesen. Wenn du es gemacht hättest, was du natürlich nie im Leben tun würdest. Nie, das würde ich nie. Nee, machen. Das ging gar nicht. Ich hasse die Musik, die immer so eingeblendet wird. Da kriege ich immer Verfolgungswahn. Weit geht's. Hä? Zombies! Wuhu! Hast du jetzt eigentlich irgendwas zum Zuschlagen? Ah, du hast eben einen Baseballschläger aufnehmen können, oder? Ich hab deinen Baseballschläger, ja, natürlich. Okay. Du kennst mich doch. Baseballschläger und ja, Zombies. Ich kenn dich. Meine geschundene Leiche ausrauben. Ich kenn dich. Macht im wahren Leben auch immer. Sobald ich irgendwo besoffen in der Ecke lieg, robbt er mich aus. Nee. Ja, so weit wäre es jetzt, glaube ich, nicht, aber... Lest du die Kommentare? Retard, I have nothing, fucking asshole. Ja, haben wir schon wieder einen. Netten Typen. Und alle sind noch neutral. Das meine ich damit. Ich glaube, nach den Aussagen hier im Chat wurde der gerade getötet. Meinen Einschätzungen nach. Und es ist trotzdem noch jeder in der Liste neutral angegeben. Außer ich übersehe das jetzt, aber ich glaube nicht.
Es wäre noch ein interessant. Mir kommt vor, halt. Was? Ah, kind of soup. Ich kann sie nicht mitnehmen. Kind of soup liegt hier. Nur kind of soup. Was ich auch noch sagen wollte, wie viele Hüte, das wir gestern gefunden haben, also Kopfbedeckungen, das war nicht mehr normal. Also das waren unzählig tausend Hüte, das Feuerwehrhelme, Bauhelme, Kappen, Cowboyhüte und was weiß der Teufel, die Gasmasken, aber so viele, das waren das war mindestens über 30, glaube ich, wenn sie hinkommt überhaupt. An jedem scheiß Polizeiauto, Feuerwehrwagen oder sonst irgendwo lagen 5 Hüte rum. Ich bin gleich beim See. Ja, ich bin ehrlich gesagt ein bisschen aufgehalten worden. Wenn du auf der Karte über Clairville ist der Chico, keine Ahnung, siehst du die kleine Kafta, wo die kleine Straße hochgeht? Über Clairview. Das Chico's ja. Hideaway. Ja, genau. Okay. Kann ich nicht lesen, weil ich genau wieder mit meinem fetten Arsch darüber stehe. Ja. Da bin ich gerade. Wenigstens ja, stehst du über den Ding. Ja, man hat jetzt in der letzten Folge gesehen, 1, 2 Zombies sind kein Problem, bei 3 wird es dann schon problematischer. Und wenn es dann mehr sind, dann kannst du mit einem normalen Baseballschläger oder Hammer fast vergessen. Also der Hammer, der geht echt gut. Mit dem Hammer kann man gut zielen, aber mit dem Baseballschläger hat man da irgendwie... Du musst ein bisschen höher zielen und bei dem zweiten Schlag verfehlst du die Birne. Ja, weil sie dann so komisch wegwanken. Mit dem Hammer ging's richtig gut. Ja, egal. Gott sei Dank sind wir wieder nicht so weit auseinander. Und hier bei dem See wäre so ein kleines Dorf dabei. Aber ich laufe jetzt zuerst zu dir hoch. Ja, ich komme jetzt eh runter, aber ich komme eh zu dir. Aber ich muss vorher noch 10 Zombies wieder kloppen. Dann klopp. Was? Wie geil ist das denn, oder? Was? Scheiße, oder? Jetzt, ich hab gerade einen Zombie erwischt, eine Alte, die was gerade aufstehen wollte. Ja. Und habe mit Knüppel eins rübergezogen. Ja. Zusammengebrochen, ein Arsch in der Höhe und den Kopf in den Sand gesteckt. Es wird Zeit, dass du auch mal Aufnahmen startest. Das ist, du erlebst immer die besten Sachen und keiner hat was davon, weil nur ich den Scheiß aufnehme, wo ich sinnlos in der Gegend rumlaufe und stirb. Ja, das mache ich nächstes Mal. Nächstes Mal, danke. Ich bin jetzt auf dem Weg zu Clairview. Ja, ich bin direkt beim See noch immer. Beim oberen Seeteil. Also wenn du runterläufst, der Anfang vom See. Ich komm dir entgegen. Okay, ich komm dir auch entgegen, weil zu zweit ist dann doch etwas sicherer.